Verbundenheit und Depressivität. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden. Ein Eintrag im Antidepressions-Podcast. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de. Verbundenheit, ein so wichtiger Begriff, etwas, was die Sehnsucht der Seele ist. Im Yoga würden wir sagen, tief im Inneren sind wir verbunden. Wir sind schon eins. Es gibt diese schöne Ausdruck wie schon verbunden. Wir sind jetzt schon eins. Wir brauchen nicht mühsam Verbundenheit herzustellen. Tief im Inneren sind wir es schon. Der Ausdruck Yoga heißt ja Verbindung. So wie es auch heißt, der Mensch will verbunden sein, abgekapselt, getrennt von anderen zu sein, das schafft Depression und Depressivität. Verbundenheit. Das ist das Ziel des Menschen. Das Ziel, aber auch gleichzeitig sein Geburtsrecht, seine wahre Natur. Im Vedanta, der Philosophie hinter dem Yoga, würden wir sagen, Sarvam Kalvidam Brahman, alles ist wahrhaftig Brahman. Und Ayam Atma Brahman, das Selbst ist eins mit Brahman. So könnte man sagen, es gibt überall nur das eine unendliche Selbst. Alles ist eine Manifestation des gleichen Selbst, des gleichen Bewusstseins. Deshalb ist Verbundenheit das ganz Natürliche. Und wenn du dich mal getrennt fühlst, dann merkst du irgendwie, es ist nicht in Ordnung, es ist nicht okay. Ich will verbunden sein. Verbundenheit ist eine tiefe Sehnsucht des Menschen. Dieser Sehnsucht zu folgen, das ist eine der Möglichkeiten, in der Spiritualität zu wachsen. Eine der Möglichkeiten auch in der spirituellen Entwicklung zu wachsen. Verbundenheit. Wie kannst du jetzt diese Verbundenheit erzeugen? Eine Möglichkeit wäre, mache Yoga-Übungen. Übe jeden Tag Asanas und Pranayama, Yoga-Stellungen, Atemübungen. Asanas und Pranayama helfen, dass die Spannungen verschwinden. Sie helfen, dass das Energiefeld weit wird. Wird das Energiefeld weit, kann auch Bewusstheit weit werden. Das ist typischerweise ein ganz normales Gefühl nach einer Yogastunde, irgendwo so leicht sich zu fühlen, weit zu fühlen. Das Gefühl zu haben, du willst die ganze Welt umarmen. Oder du fühlst dich von der ganzen Welt umarmt. Die einfachste Weise, aus Depressivität herauszukommen, ist, regelmäßig Yogastunden zu nehmen. Insbesondere ein Yoga-Stil, der tatsächlich das bewirkt. Diese Verbindung, diese Ausdehnung, diese Weite. Das achten wir gerade bei Yoga Vidya darauf. Das ist eines der Charakteristika unseres Yoga-Stils. Dass wenn man Yoga im Yoga Vidya-Stil übt, dass dort das Gefühl von Verbundenheit und Weite entsteht. Auch mit der Meditation geht das. Es gibt sogar spezielle Meditationstechniken für Verbundenheit und Einheit. Da findest du auch einiges auf unseren Internetseiten. Verbundenheit ist also etwas, was du erzeugen kannst, was du leben kannst. Wir sind auch verbunden über Niesen und Husten und Atmen. Aber vor allen Dingen sind wir verbunden über das Herz. Wir können Verbundenheit aber auch herstellen im Alltag. Zum Beispiel kannst du anderen zulächeln. Wenn du einem anderen Menschen zulächelst, entsteht Verbundenheit. Du kannst Mitgefühl mit einem anderen haben. Du kannst den anderen fragen, wie es ihm geht. Du kannst auf ihn eingehen. Auch das erzeugt ein Gefühl der Verbundenheit. Du kannst auch jemandem etwas über dich erzählen. Auch das erzeugt ein Gefühl der Verbundenheit. Verbundenheit, also ein machtvolles Mittel gegen Depressivität und Depression. Getrenntheit, Einsamkeit und irgendwo das Gefühl, verlassen zu sein, das führt zu Depressivität und ist manchmal auch die Folge von Depressivität. Verbundenheit hilft dort wieder rauszukommen. Überlege, wie kannst du wieder mehr Verbundenheit spüren? Was kannst du machen, um mehr Verbundenheit zu spüren? Einfacher Weg, Yoga üben. Einfacher Weg, Meditation zu üben. Einfacher Weg, mit anderen zusammen in einen Satsang gehen und Mantras zusammen zu singen, zusammen zu meditieren, zusammen ein heiliges Ritual zelebrieren. Andere Wege, psychologische Wege gibt es. Oder auch philosophische Wege zu erkennen, wir sind alle eins und verbunden.
mehr Informationen über Yoga und Meditation, über Yoga-Übungen und auch Yoga-Ashrams, wo du Meditation und Yoga üben kannst, wo du Verbundenheit spüren kannst, Verbundenheit erfahren kannst, auf unseren Internetseiten auf www.yoga-vidya.de. Dort findest du auch viele Informationen über Meditationstechniken, es gibt viele Meditationsanleitungen als Video und als Hörsendung und du findest auch viele weitere Informationen vor Umgang mit Depressionen. Eine der einfachsten Weisen, Verbundenheit zu spüren, ist auch an einem Yoga-Seminar teilzunehmen. Diese Verbundenheit, die Menschen schon nach einem Wochenende spüren, ist unglaublich. Yoga führt zur Verbundenheit und diese Verbundenheit ist eine wunderbare Erfahrung.